Nach der ganzen Sache mit den Teufeln und die Elfen ist es jetzt nun endlich passiert. Wir haben Julius im großen Ganzen halbwegs wiedergesehen, denn in Wahrheit ist er anscheinend nicht tot und er ist klein geworden. Leute, die Folge war unglaublich gut, meiner Meinung nach. Und deswegen erstmal willkommen zu meiner Review zu Black Clover Folge 121. Die Folge entstand im Großen und Ganzen also nur von nicen Informationen, die wir auf jeden Fall bekommen haben, die von allen anderen sehr überraschend sein kann. Und wir müssen auch sagen, wir haben einen neuen Charakter hier bekommen, der wirklich nice aussieht. Die Folge setzt quasi wieder da fort, wo es halt auch aufgehört hat in der letzten Folge. Denn wir sahen hier nämlich Julius, der auf jeden Fall klein geworden ist. Und zuallererst glaubt Yami überhaupt gar nicht dran, aber er kann es nicht anders als glauben. Und es ist wirklich kompliziert. Man muss das wirklich klarstellen. Und da muss man auch sagen, dass dann halt eben Julius das alles erklärt hat, wie das nun funktioniert hat. Das war nämlich so, dass er irgendwie vor Jahren mal um die Welt sowas gefunden hat. So eine Art magisches Werkzeug, das nämlich Swallowtail hieß. Da gibt es auch so ein paar Sachen mit Sekre, aber das hier ist wirklich ziemlich interessant, meiner Meinung nach. Denn durch dieses magische Werkzeug hat nämlich Julius seine magische Kraft, also nicht alles, aber eine Menge, eben da reingespeichert. Und das hat man ebenfalls gesehen, deswegen hat er auch immer diesen einen Stern an seiner Stirn gehabt, was jetzt alles natürlich Sinn ergibt. Also somit hat er eben diese magische Kraft, die er da aufbewahrt hat, nochmal halt eben dort aufhalten können. Und in dem Fall der Fälle, wenn er halt stirbt, passiert halt eben so etwas. Aber nicht alles, so wie er es auch gesagt hat, lief nach Plan, denn dass er damit gerechnet hätte, dass er klein ist und keine magische Kräfte mehr hat, also so gut wie gar keine, denn sein Grimoire ist nur eine Seite, ne, mehr nicht. Das überrascht ihn selber, aber damit kann er nichts mehr anfangen. Also im Großen und Ganzen, er ist wenigstens zufrieden, dass er noch lebt, aber hat auch nicht so viel jetzt gebracht. Dennoch war da auch noch eine Sache mit William zu klären, denn da muss man auch sagen, dass William ja derjenige war, der auf jeden Fall das alles begonnen hat mit der ganzen Scheiße hier. Aber Julius hat ihn im Großen und Ganzen jetzt nicht irgendwie bestrafen wollen. Er hat halt nur gesagt, dass William weiterhin arbeiten soll, also wirklich die ganze Scheiße wirklich mitmachen soll und aufräumen soll und irgendwie alles gut machen muss. Eine Strafe, so eine richtige Strafe gab es aber nicht. So eine wirkliche Strafe, das gab es wirklich nicht. Da meinte Julius einfach nur, ja, er ist schuld, weil er nämlich William als Ritterorden anerkannt hat und so weiter und so fort. Ja, ich denke, das hat Yami auch ein bisschen angepisst, aber er hat es akzeptiert. Wie ein Mann. Zudem gab es auf jeden Fall ein Treffen. Wir haben nämlich hier Mimosa, Asta, Noel, genauso wie Sekre, die nämlich von Julius und Yami hergerufen worden sind. Und am Anfang wussten die vier gar nicht mal, wer der überhaupt war. Asta hat schon so einen Gedanken gehabt, weil er halt eben das Ki spüren kann. Da muss man einfach nur sagen, die Reaktion zu wissen, dass das Julius ist, ist schon ziemlich überraschend gewesen für den einen anderen, natürlich. Aber warum müssen eigentlich hier Mimosa, Noel und halt eben Sekre zusammen mit Asta dort vor Julius sein? Diese Frage wurde nicht beantwortet. Also kann man sagen, dass Juno wohl im Großen und Ganzen nicht so wichtig ist für die Story. So halbwegs, okay? Jedenfalls war es auf jeden Fall so, dass Julius diesen vier was gesagt hat, also etwas klar gemacht hat. Und das sollte nämlich so heißen, dass es drei Dinge gibt, die er halt eben nochmal sagen möchte, die er in der Zukunft gesehen hat. Also, ne, er kann halt eben so ein bisschen die Zukunft voraussehen und diese drei Dinge können passieren. Vielleicht passieren aber nur zwei Dinge und so weiter und so fort. Also, die erste Sache, die er schon mal klar und deutlich gemacht hat, ist nämlich, dass der König der Magier tot ist. Im Großen und Ganzen heißt das nämlich, dass Julius keine Kräfte mehr hat, er kann nichts mehr machen. Und die Menschen, die unter seinen Fittichen waren, also wirklich Respekt vor seine Kräfte hatten, die kann er nicht mehr so gut kontrollieren. Sagen wir jetzt mal so, ne? Funktioniert alles nicht mehr. Heißt, Julius ist im Großen und Ganzen ein Kind, der jetzt kaum noch magische Kraft hat. Und das ist eine Sache, die jetzt schon mal in der Zukunft schlimm ist. Die zweite Sache ist nämlich die, dass das Clover-Königreich von den Nachbarländern angegriffen wird. Also hätten wir hier nämlich Hard-Königreich, Diamond, genauso wie das Spay-Königreich. Diese drei Länder sollten irgendetwas mit dem Clover-Königreich machen. Also spielt das hier wirklich eine gewisse Rolle. Heißt, wir werden hier eine Art Krieg geben, der wirklich ziemlich gefährlich sein kann. Und da ist die Sache nämlich an sich selber schon ziemlich gefährlich, denn das Clover-Königreich hat so gut wie kaum Leute, die kämpfen können. Alle sind geschwächt, beziehungsweise haben kaum Stärke. Von dem Kampf gegen die Elfen funktioniert hier gar nichts mehr. Alle sind ja natürlich auch kaputt, ne? Ist ja klar. Und die Vertrauenssache, da ja halt welche Elfen im paar Menschen drin waren, funktioniert das ebenfalls nicht. Also da hat es auch schon so eine Art Vertrauensproblem für die manchen Menschen eben so drin. Also das ist auch so eine kleine Sache, die jetzt sehr gefährlich ist. Aber die dritte Sache, die Julius nochmal gesagt hat, war, und das war ziemlich direkt, Asta wird sterben. Und er weiß nicht genau, ob die dritte Sache passieren wird. Es kann aber auch sein, dass nur eine dieser Sachen passiert, also von den zwei, dass halt eben das Clover-Königreich angegriffen wird, kann man so sagen. Aber es kann auch sein, dass das Clover-Königreich angegriffen wird, aber auch Asta sterben
sterben wird. Er kann es nicht genau wissen, was passieren wird, aber auch Yami hat es hier bestätigt, dass die Voraussage also von Julius mit seiner Magie und so weiter und so fort immer meistens voraustritt, also es stimmt meistens alles. War schon ziemlich interessant. Dennoch hat auf jeden Fall Asta nochmal klar und deutlich erklärt, dass in seinem Körper oder auch in sein Schwert, wie auch immer, ein Teufel innen ist und das hat ihn ziemlich überrascht, denn wir müssen auf jeden Fall eins sagen, Asta wusste das bis heute nicht. Also Asta wusste das bis jetzt überhaupt gar nicht, dass in seinem Körper oder sonst irgendwie die Kräfte, die er halt benutzt, ein Teufel ist. Und er hat ihm das halt nochmal deutlich gemacht, was das halt mit dem Teufel auf sich hat. Und der Name dieses Fluches, was halt Asta und ein paar andere aus dem Clover-Königreich hat, wie beispielsweise Charlotte und so weiter, auch William, nennt sich nämlich Weg oder Weg. Bedeutet auch solche Sachen wie andere Welten, die existieren halt auch, so wie halt eben Julius das hier nochmal schön bestätigt hat. Also sollte man sagen, im Black Clover gibt es eine sehr freudige Zukunft, die man halt schon irgendwie so förmlich sehen kann. Also ist doch wahr, ne? So eine geile Zukunft mit Teufel, wo man auch wirklich gegen andere krassen Leuten kämpft. Holy shit, Leute, ja, das kann interessant werden. Also sollte man auf jeden Fall schon mal sagen, die Dinge schon mal klar gemacht, ne? In Asas Grimoire ist ein ganz anderer Teufel drin, der nichts mit den ganzen Sachen irgendwie zu tun hat, aus irgendeinem Grund. Und Nero hat auf jeden Fall schon mal klar gemacht, dass sie halt verflucht worden ist, da sie halt einen Teufel versiegelt hat. Und ja, seitdem kann sie halt unmögliche Dinge machen, ne? Aber das Problem, was Asta auf jeden Fall von sich hat, ist nämlich diese, dass er als Sündenbock dargestellt wird. Also so im Großen und Ganzen, er ist an allem schuld, was hier eigentlich passiert ist, da er nämlich diese teuflische Kräfte hat. Und das weiß auf jeden Fall Julius, dass das passieren soll. Dabei hat Asta wirklich nichts Schlimmes gemacht, was ja auch klar ist. Es gibt auf jeden Fall einen dieser Charaktere, die nämlich sehr gut in diesem Zentrum passt und das ist nämlich einer aus dem Kira-Familie, der dazugehört. Und wir wissen, wer die Kira sind, natürlich der König von Clover-Königreich und zudem kommen wir jetzt erstmal auch zu diesen beiden, denn was wir eigentlich gesehen haben, war nämlich, dass der König von Clover Kira auf jeden Fall gerettet worden ist, im Großen und Ganzen von Sekke und diese beiden wurden nämlich von so gewissen Meuchelmörder angegriffen, aus irgendeinem Grund wollten die halt den König töten und dass die Schuhe der kalten Auge schieben, keine Ahnung warum, ich verstehe es nicht, aber was man sagen sollte, ist nämlich, dass auf einmal ein gewisser anderer Charakter in der Nähe war und das, Leute, ist nämlich Damnatio Kira. Es ist nämlich so gewesen, als dieser Damnatio aufgetaucht ist, haben ja diese Meuchelmörder den Angriff starten wollen, aber es war auf einmal so, dass der Typ seine Magie eingesetzt hat. Irgendwie hat er eine Art Waage gehabt, er hat da angefasst und auf einmal ist die Magie von den anderen geschrumpft. Und man muss eins sagen, dass die Magie von diesen Typen abgedreht stark ist. Also das sagt sogar hier Sekke, das sieht man hier eigentlich sogar förmlich. Der Typ ist gefährlich. Also mal keine Frage, Leute. Danach muss man sagen, ne, der hat ein gutes Charakterdesign. Also finde ich jedenfalls. Er sieht ein bisschen aus wie Superman, aber hat was. Zudem kommen wir auf jeden Fall dann zu einer Szene, die relativ nicht im Manga war. Wie soll man genau sagen, Asta und die anderen haben halt die anderen Leuten Essen verteilt und dort war auf einmal ein gewisser Mitarbeiter des Parlaments und irgendwie hat er dann Asta angesprochen und irgendwie wollte er von Asta, dass er und auch Sekre klar macht, was eigentlich so passiert ist, dass er irgendwie erklärt, wie das alles funktioniert hat mit dem Teufel, mit den Elfen, was da eigentlich los war und naja, im Großen und Ganzen war das eine Falle, denn man sah irgendwie, als sie in diesem Parlament reingegangen sind, Asta und Sekre irgendwie in Handschellen festgenommen worden sind und dann waren sie mittendrin vor diesem einen Gericht und Leute, das war wirklich ekelhaft. Man kann sagen, die Leute sehen jedenfalls auf Asta und Sekre herab, das ist keine Frage, das ist sofort gemacht, egal was Asta da sagt, die hören ihnen nicht zu und das ist den Scheiß egal. Die sehen auf jeden Fall, ey, das ist ein Bauer, der hat überhaupt nichts zu sagen, bestimmt hat er auf jeden Fall das alles mit zu verantworten, dass er alle angegriffen hat und so weiter und so fort. Das sind halt eben so die Adligen dieser Welt und das ist echt widerlich, muss man einfach mal sagen. Was man zu Damnatio auf jeden Fall sagen kann, er ist jedenfalls auch da und der ist im Großen und Ganzen der Richter, sagen wir mal auf jeden Fall so. Und er redet auf jeden Fall über Asta und dann eben Sekre, aber im Großen und Ganzen erzählt er erstmal Astas auch seine Geschichte, wer er ist, von wo er kam, dass er keine Eltern hat und so weiter und so fort. Natürlich spricht er auch eben Sekre an und da wurde auf jeden Fall schon mal klar, okay, Sekre hat so Hörner, das bedeutet, es ist ein Beweis, dass sie verbotene Magie benutzt hat, also ebenfalls sowas mit Teuflischem zu tun hat, also sind hier natürlich alle gegen diese zwei Menschen hier. Also einfach gesagt, alles, was Asta hier sagt, wird von Damnatio und die anderen ganz klar verdreht. Und dann kommen wir eigentlich mal zu dem allgemeinen Punkt. Zum einen möchte auf jeden Fall Damnatio Asta als Teufel überführen. Das ist sein Plan. Er weiß, dass Asta ein Teufel ist. Er weiß, dass er auf jeden Fall festnehmen kann. Er will es auf jeden Fall auch. Also ihm ist die Wahrheit scheißegal. Er will einfach nur, dass Asta mitgenommen wird. Beziehungsweise umgebracht wird. Man kennt es ja, ne? Kommen wir jetzt mal auch langsam zum Ende. Denn
Damnatio hat sie noch eine kleine Überraschung von sich aus, denn Asta wurde erstmal überhaupt nicht geglaubt. Das ist schon mal hier schon mal safe. Und hier wurde erstmal dann Marie gezeigt, denn die haben tatsächlich Marie erstmal entführt, weil Marie ebenfalls als Elf tätig war und, wie soll man genau sagen, die anderen Bürger vom Cloverkönigreich angegriffen hat. Und viele haben es auch bestätigt und so weiter und so fort. Und hier war es dann wirklich so, dass Damnatio Marie als böse erklärt hat und er wollte sie vor alle anderen einfach mal töten. Was Asta natürlich nicht zugelassen hat, denn er hat sofort seinen Black Mode eingesetzt und direkt Marie geholfen. Und somit hat aber Damnatio genau das bekommen, was er wollte. Er wollte Asta nämlich nur herauslocken, sodass alle jetzt sehen, wer Asta wirklich ist. Dass alle sehen können, dass Asta irgendwie eine teuflische Kraft hat und dass jetzt irgendwie jeder sagen kann, den wollen wir umbringen. Das ist hier gerade wirklich aktuell los in diesem Parlament und ich muss echt sagen, es ist spannend as fuck und ich freue mich derbe auf die nächste Folge. Damit endet auf jeden Fall Folge 121 von Black Clover. Sagt mal eure Meinung zu Damnatio in die Kommentare. Im Großen und Ganzen würde man jetzt erstmal sagen, okay, sein Charakter ist scheiße. Also im Großen und Ganzen ist es ja auch erstmal wahr, weil kommt schon, er ist voll kacke, ne, wie dieser königliche Arschloch da. Man muss erstmal echt sagen, es ist echt beschissen, wie unfair er ist. Man wird ihn hassen, aber man muss sagen, das Charakterdesign ist relativ ziemlich gut, ne, also der hat was, finde ich, ist halt nicht so 0815 Charakter, meiner Meinung nach. Also das ist schon sehr interessant und verdammt normal für einen königlichen, also wirklich einer aus den Adligen des königlichen, ne, Familie, hat der verdammt viel Magie, wenn man bedenkt, dass halt eben der richtige König aus Cloverkönigreich nicht gerade wirklich so stark ist. Beachtlich, muss man hier echt sagen. Also ich freue mich schon mehr von Damnatio zu sehen und das wird echt interessant. Aber mal ganz ehrlich, als da natürlich Asta und Sekre in diesem Parlament drin waren, habt ihr das irgendwie auch gehört oder kommt es nur mir so vor? Weil ich dachte irgendwie so, dass es da ein neues OST gab. Also als nämlich Damnatio in diesem Parlament irgendwie runtergekommen ist. Hört euch das mal an und dann schreibt mal, findet ihr das war neu? Ich habe das nämlich noch gar nicht gehört und wenn das neu ist, muss ich sagen, das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Weil ganz ehrlich jetzt. Je nachdem muss ich natürlich immer sagen, dass wir jetzt in der nächsten Woche eine Canon-Folge auf jeden Fall bekommen. Also die Folge wird auf jeden Fall aus dem Manga stammen und nachdem ich jetzt gelesen habe, soll die nächsten Folge 123 genauso wie Folge 124 Filler sein. Also da geht es nämlich um Neros Geschichte irgendwie. Wird dann nochmal alles irgendwie deutlich erzählt, was aber natürlich Filler ist. Je nachdem gucke ich natürlich, ob ich dazu Reviews mache. Wenn es uninteressant ist, im Großen und Ganzen natürlich nicht. Aber wir werden auf jeden Fall mal gucken. Leute, wenn euch doch diese Review gefallen hat, dann würde es mir doch sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich und den Links kannst du aber gerne ein Abo da lassen.